Moin Moin und herzlich willkommen zur vorletzten Folge von Der Finanzwiese rockt im Jahr 2019. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als Der Finanzrocker, und seit 4 Jahren an meiner Seite Albert Warnecke, der Finanzvisier. Moin Moin Albert, wir haben unser Vierjähriges ja, vergessen sozusagen. Ja, vergessen. Naja, so ist es halt immer. Wie heißt es? Immer nicht Bild kämpft für sie, sondern die Visiere und Rocker kämpfen für sie, haben wir halt ganz vergessen im Tagesgeschäft. Ja, coole Sache. Und ja, ansonsten hier alles okay. Was ist denn heute angesagt bei uns? Ja, wir haben mal wieder ein Thema, auf das wir ganz, ganz häufig in den letzten 4 Jahren zu sprechen gekommen sind, nämlich Immobilien. Und für dich ist es ja in erster Linie eine Lifestyle-Entscheidung. Ich halte von Immobilien auch nicht so viel. Aber wir haben uns zwei Gäste eingeladen, die ganz viel über ihre eigenen Immobilien, die sie vermietet haben, sagen können. Wen haben wir denn zu Gast, Albert? Na gut, als erstes eine langjährige Bekannte von mir, die Claudia aus München, die einfach schon in jungen Jahren angefangen hat, Immobilien zu sammeln und mittlerweile ganz nett was hat, und der allseits bekannte finanzglückliche Nico aus Frankfurt, den wir ja aus vielerlei Gründen eingeladen, aber ein Grund ist natürlich auch, dass er in Berlin investiert hat. Und dann wollten wir nochmal fragen, wie er denn zu Frau Lompscher steht. Aber ich denke, bevor wir jetzt zum Thema Immobilien, Berlin, Deckelung oder nicht kommen, würde ich gerne unseren Sponsor vorstellen. Das ist dieses Mal Blinkist. 3000 Sachbücher könnt ihr dort lesen, kurz und bündig zusammengefasst. Daniel, du hast noch ein paar mehr Sachen mitgebracht. Ich habe gehört, Blinkist hat ein wenig sich erweitert, aufgerüstet, noch was dazu programmiert. Ja, und zwar hat Blinkist jetzt auch einen Alexa-Skill. Der ist ganz neu am Start. Das heißt, wenn man eine Alexa zu Hause stehen hat, dann braucht man einfach nur zu sagen, Alexa, starte Blinkist, und los geht das Ganze. Wunderbar, ja. Wie gesagt, Thema Bücher. Was haben wir da mitgebracht? Hast du da irgendeine Möglichkeit, eine Empfehlung, was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt machen sollten? Ja, wir haben auf unserer Landingpage, die du gleich nochmal nennen wirst, haben wir auch eine Übersicht über die 5 aktuellsten oder beliebtesten Bücher im Bereich Börse und Geld. Und da sind momentan Gerd Kommer mit Souverän investieren. Ich glaube, das ist die Standardlektüre unserer Hörerinnen und Hörer. Dann Geheime Tricks für mehr Gehalt von Martin Werle. Bodo Schäfers Der Weg zur finanziellen Freiheit und von Alexander Behrensen und Fabian Scher Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets. Und ansonsten, das sind jetzt 5 von 3000 Titeln aus insgesamt 27 Kategorien. Also eine bunte Mischung, und wir decken mit unserem Podcast ja auch ganz viele Themen ab, die bei Blinkist dann auch vorgestellt werden. Ja, genau. Und das eben, wie von Daniel schon angekündigt, wo findet ihr das? Auf www.blinkist.de/finanzvisier. Nochmal zum Mitschreiben. Blinkist schreibt sich blinkist.de/finanzvisier. So, und jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns mal aufs Betongold, oder? Ja, so machen wir das. Auf geht's. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an gleich mit unseren Gästen. Als erstes möchten wir euch die Claudia vorstellen. Claudia kommt aus München, ist langjährige Immobilienbesitzerin und als Frau vom Fach. Sie ist nämlich Sachverständige für Gas, Wasser, Sanitär. Und ja, Claudia, paar Worte zu dir. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist, wie du zu deinen Immobilien gekommen bist und seit wann du das eigentlich, ja, betreibst, das Immobilienbusiness? Also, mein Name ist Claudia. Ich bin Ingenieurin und Freiberuflerin. Und daraus resultiert, dass ich zum einen über gewisse finanzielle Freiräume verfügen muss, aber dass ich auch in puncto Existenzsicherung und Altersvorsorge sehr verantwortungsbewusst und eigenverantwortlich handeln muss, und zwar nicht erst seit gestern. Und ganz aktuell, ich habe mich jetzt tatsächlich in sowas Art wie einen Ruhestand oder Unruhestand seit Beginn des Jahres begeben, kann also ganz aktuell auch berichten, wie es dann tatsächlich funktioniert, worauf wir da Jahre arbeiten. Bin 60 Jahre alt, habe 2 erwachsene Kinder, wobei eines davon unterstütze ich finanziell noch, das andere habe ich sozusagen in die Freiheit entlassen. Wunderbar. Ja, und seit wann machst du jetzt eigentlich schon Immobilien, Claudia? Seit wie vielen Jahren, Jahrzehnten? Meine erste Immobilie habe ich mir 1978 gekauft, also schon eine gute Zeit her. Da war ich noch am Studieren. Und es war genau so, wie es eigentlich dann später immer gelaufen ist. Ich habe eine Immobilie gebraucht zum drin wohnen.
Und es hat sich irgendwo als Optimum erwiesen, dass ich mir die dann einfach kaufe. Okay, also dann stellen wir uns das so vor, dass die erste Immobilie eine recht kleine Immobilie war. Nur für dich oder für dich und deinen Partner oder so. Ja, das war also ein Einzimmer-Apartment mit 30 Quadratmeter und habe ich dann auch jahrelang mit meinem zuerst Freund, dann Ehemann bewohnt. Und so sind wir eigentlich auch dazu gekommen, weil wir damals, wie gesagt, 1978, wir wollten zusammenziehen und das war in Bayern einfach nicht möglich, da was zu mieten zu finden, weil das war unmoralisch, das geht überhaupt nicht. Und dann Ach dachten wir, ja so. gut, ja, und dann dachten wir, na gut, dann kaufen wir die Chose halt. Und so ging das dann. Wobei kaufen ist ja immer, du hast dann einfach irgendwann mal jemanden gefunden, so Bankerseite, der dir einen Kredit gibt. Ich habe keine Immobilie jemals mit mehr als 5% angezahlt. Okay, und das funktioniert auch, wenn man Studentin ist. Das ist ja interessant. Ja. Gut. Und dann die nächsten waren dann ja Familiendinger oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Also mit anderen Worten, ich habe das ja mal so festgestellt, dass manche Leute sagen, ich vermiete, ich kaufe nur dies, ich kaufe nur jenes. Du hast dann ja aber eigentlich dann die ganze Palette an Wohnimmobilien, die man so braucht in seinem Leben. Praktisch von ja, Single über Paar, über Familie, bis dann wieder ja sozusagen keine Kinder mehr. Im Prinzip Der hast du ganze recht. Bogen. Was mir noch fehlt, ist die Altersrente. Da habe ich aber schon sehr konkrete Forderungen dazu. Das wollte ich aber erst. Ich habe jetzt gerade eine Freiheitsphase, so nenne ich das. Ich habe mir vorgenommen, die nächsten 2 Jahre überwiegend im Ausland zu verbringen und das tun, wozu ich Bock habe. Und dann wollte ich zurückkommen und dann möchte ich eine Tiny House-Siedlung gründen, weil das ist mein nächster Traum. Okay. Und wie konntest du das eigentlich schaffen, die Altimmobilie nicht sozusagen einzutauschen gegen eine größere, sondern zu behalten? Also, weil oft hört man ja, dann habe ich das erst was Kleines gekauft, dann habe ich das verkauft und mit dem, was ich da im Verkauf erlöst habe, die nächstgrößere gekauft. Das war ja dann nie deine Strategie, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das ist richtig, aber ich habe dir auch gesagt, dass ich nie mehr als 5% anbezahlt habe. Okay, so läuft das dann. Alles klar. Ja, genau. Und da ich ja Freiberuflerin bin, ist für mich Schulden das Perfekte. Inwiefern? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern für unsere ja, abhängig beschäftigten Hörerinnen und Hörer. Also bei Freiberuflern ganz grob, und das sind einige Annahmen jetzt dabei und Vereinfachungen dabei. Ich habe positives Einkommen, sprich Verdienst. Ich habe negatives Einkommen, sprich Kredite. Und das wird gegeneinander verrechnet. Und das, was dann hoffentlich positiv übrig bleibt, das muss ich natürlich versteuern. Aber es ist auch so, dass unsere Steuergesetzgebung von einer starken Progression ausgeht. Also das ist so eine starke Kurve. Am Anfang zahlst du noch recht moderate Steuer und je mehr du verdienst, desto überproportional mehr zahlst du Steuern. Und deshalb ist es sehr gut, wenn du Schulden hast, weil dann kommst du immer von dieser Progression ein bisschen runter. Verstehe, alles klar. Gut, ich denke, das soll es jetzt erstmal sein. Daniel, würdest du mal unseren zweiten Gast vorstellen? Genau, das mache ich sehr gern. Der zweite Gast, der ist in der Finanzblogger-Szene auch schon ziemlich bekannt, denn seit mehreren Jahren betreibt er den Finanzblog Finanzglück. Und bei uns ist heute Nico. Und Nico ist auch schon seit einigen Jahren Immobilienbesitzer. Und Nico, vielleicht magst du mal kurz erläutern, wo du deine Immobilien hast und wann du damit losgelegt hast. Ja, hallo erstmal. Bei mir ging das los 2010, habe ich mir das erste Mal nach vielen erfolglosen Versuchen an der Börse, hatte ich Geld anzulegen und habe dann mal geschaut, ob ich da irgendwas Alternatives finden kann und habe dann Immobilien für mich entdeckt als Anlageklasse. Habe damals aber noch in London gelebt mit meiner damaligen Freundin, heute Frau. Und da war das einfach zu teuer. Also das, was man da hätte bekommen können für unser Budget, das war einfach nicht bewohnbar aus deutscher Sicht. Und dann habe ich mich nach ein bisschen Recherche für Berlin entschieden, weil es damals einfach unglaublich günstig war. Und dann bin ich ein paar Mal rübergeflogen, habe dann auch meine beiden Traumimmobilien gefunden. Zwei 55 Quadratmeter Wohnungen im Prenzlauer Berg. Und die gab es damals im Paketpreis für 140.000 Euro. Es war halt noch eine andere Zeit, ne? Das ist nicht mehr ganz mit heute zu vergleichen. Als wir dann 2014 zurück nach Deutschland kamen, sind wir dann noch in ein Eigenheim gezogen. Also haben dann vor den Toren von Frankfurt ein Rhein-Mittelhaus gekauft. Das war dann schon preislich eine ganz andere Und da Hausnummer. lebt ihr heute drin. Genau, da sitze ich jetzt gerade drin. Da spielen im Hintergrund gerade die beiden Kleinen. Ich hoffe, die rennen hier nicht gleich durchs Zimmer. Und hier fühlen wir uns auch ganz wohl.
gerade nochmal überschlagen. Also neben den Immobilien haben wir halt noch ein ETF-Portfolio, was wir füttern. Und derzeit sind immer noch 64% unseres Vermögens in Immobilien. Davon sind ungefähr 2/3 das Eigenheim und 1/3 die Wohnung. Da habe ich jetzt gleich nochmal eine Frage im Anschluss. Wir haben ja auch schon häufiger im Podcast darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, denn mit abzuzahlenden Immobilien auch in ETFs zu investieren. Du sagst, das passt für dich trotzdem. Ja, genau. Also ich bin ja sogar noch in einer besonderen Situation, dass ich für die Wohnung 4% Zinsen zahle und fürs Haus irgendwie, weiß nicht, 2,5 oder. Es ist ja weit entfernt von den 0,7%, die man heute irgendwo bekommt, wenn man das in 10 Jahren runtertilgt. Und trotzdem ist es für mich immer so gewesen, dass ich dann auch parallel auf jeden Fall noch so ein ETF-Portfolio anfütter. Das ist einfach auch so eine Diversifikationsgeschichte. Also ich sehe immer mein Gesamtvermögen. Da muss ich auf mehreren Beinen stehen und deswegen dürfen das nicht nur Immobilien sein. Darauf lief es dann ja hinaus. Jetzt hat Claudia ja ihre Ziele, die sie mit den Immobilien hat, schon kurz vorgestellt. Welche Ziele hast du denn mit den Immobilien? Ja, das Eigenheim. Also generell ist das Ziel, mit 45 Jahren schuldenfrei zu sein. Also in 5 Jahren. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist der Zeitpunkt, wenn ich mir überlege, spätestens deutlich kürzer zu treten im Job. Also vielleicht schon vorher eine Teilzeit, aber dann ist so der Zeitpunkt, wenn ich vielleicht auch tatsächlich komplett aussteigen würde. Und da möchte ich eigentlich schuldenfrei sein. Deswegen fand ich es ganz interessant gerade, Claudia, was du gesagt hast, dass du als Freiberuflerin dann trotzdem noch Schulden haben möchtest. Ich hätte eher gedacht, das Gegenteil ist der Fall, dass man gerade in so einer Situation schuldenfrei sein will. Allein aus dem Sicherheitsbedürfnis, jetzt nicht aus steuerlicher Sicht. Ich habe schon ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, das ist richtig. Aber für mich gibt es gute Schulden und schlechte Schulden. Immobilienschulden gehören nicht zu den schlechten Schulden. Warum? Vielleicht magst du ganz kurz darauf eingehen nochmal. Weil das für mich tatsächliche Investition ist mit Background. Dazu muss ich sagen, ich habe auch Aktien und ich habe auch ETFs und ich habe diesen ganzen Scheiß, weil ich eigentlich Geld ganz gerne mag und ich spiele da auch gerne mit rum. Mhm. Aber die Sachen sind gerade so P2P und so, das sind für mich Spielsachen. Also das kannst du wohl nicht ernsthaft sagen, dass du damit deine Altersvorsorge aufbauen willst. Nein, das da ist aber eine Asset-Klasse. Da würde ich mir ja wirklich in die Hosen machen. Ja, das macht Spaß, das ist richtig. Gut, aber das widerstrebt meinem Sicherheitsbedürfnis. Und da finde ich jetzt einfach dieses Betongold, das ist einfach traumhaft. Sehr schön. Albert, dann würde ich sagen, lass uns mal ins Detail gehen und ich würde wieder an dich übergeben. Ja, genau. Wie gesagt, die erste Frage, die stellen wir, glaube ich, mal ein bisschen zurück. Dieses Berlin-Thema, das machen wir gleich noch. Aber was mich jetzt eben wirklich interessiert an der ganzen Geschichte ist, jetzt mal, Claudia, du als Expertin, dieses Thema, wie komme ich denn überhaupt an eine Immobilie? Also wie muss ich das eigentlich anstellen? Also auf ImmoScout gucken, ja, schön. Aber wie sah bei dir eigentlich so der Prozess aus, vom Anfang, vom Finden der Immobilie bis nachher auch zum Unterschreiben? Und du könntest ja als Fachfrau, denke ich, auch ein paar Blicke hinter die Kulisse uns eben liefern, wie jemand, der halt als Sachverständige da unterwegs ist, so eine Sache eben angeht, um Sachen herauszufinden, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Ja, also jetzt erstmal mit dem Finden. Ich suche tatsächlich im Internet nach Immobilien, weil ich finde, das ist oft so ein verdrehter Blick. Man sagt immer jetzt gerade zum Beispiel hier in München, oh, das ist eine Immobilienblase und es gibt ja nichts und schon gar nichts Gutes und überhaupt und sowieso. Mhm. Ich will nicht den Markt kaufen, ich will genau eine, die auf mich passt. Und die finde ich dann auch. Ich muss rechtzeitig überlegen, also ich habe zum Teil durchaus ein halbes Jahr gesucht, wobei das war tatsächlich das Größte. Ich erstelle mir zuerst eine Liste, was ich haben möchte, so eine richtige Matrix und damit gehe ich auf die Suche. Ich bin aber auch bereit, Marktgebühren zu bezahlen. Ist für mich wieder, das gehört mit zu den Herstellungskosten, das ist für mich jetzt eigentlich relativ undramatisch. Sind es halt Kosten? Gut, kostet die Wohnung halt oder das Haus um das mehr. Aber die haben oft auch Zugriff auf Geschichten, die du eben einfach am freien Markt nicht kriegst. Und mir kommt es ja schon darauf an, dass das Ding irgendwie da ist, wo ich es haben möchte, das hat, was ich haben möchte und dann auch noch gesund ist. Das Einzige, wo ich tatsächlich mitsprechen kann, ist mit der Bausubstanz. Da kenne ich mich ein bisschen aus, gerade Haustechnik und so. Da kann ich dann auch
relativ gut agieren, wenn ich da irgendwie sehe, dass es ein Problem ist oder dass es ein Problem gibt, kann ich auch mit dem Makler so ein ganz besorgtes Gespräch führen und ihm sagen, also du, du weißt schon, dass du da in der Haftung drin bist und das und das und das. Und das bringt dir dann oft zu, dass sie einfach auf meiner Seite sind. Und das ist ja genau das, was ich haben möchte. Ah, okay, also halten wir schon mal fest, der Makler ist nicht der schmarotzende Feind, der dir das Geld aus der Tasche zieht, sondern du versuchst, die als Partner für dich einzunehmen und eben dann auch von ihrem Netzwerk zu profitieren, von Sachen, die eben dann vielleicht doch nicht oder noch nicht im Internet sind. Ja, genau. Okay, wie geht's dann weiter? Machst du dann großartige Preisverhandlungen und überlässt du das dem Makler? Wie müssen wir uns das dann vorstellen? Also Preisverhandlungen in München, das ist vielleicht Traum, aber nicht Wirklichkeit. Und okay, ich muss auch wirklich sagen, meine teuerste Immobilie habe ich genau 6 Stunden drüber nachgedacht, ob ich die haben möchte oder nicht. Wenn ich 6,5 Stunden drüber nachgedacht hätte, hätte ich sie heute nicht. Okay, gut. Also da muss man dann auch einfach schnell und mutig sein. Und deswegen brauchst du die Matrix. Du musst dir vorher überlegen, was will ich? Weil sonst stehst du da und denkst, auf was müsste ich denn jetzt gucken und was würde ich denn gerne haben und lauter solche Sachen. Und so hast du deine Matrix im Kopf und du gehst durch die Wohnung durch, also ohne anschauen würde ich mir gar nichts kaufen, aber du gehst durch die Wohnung durch und siehst genau, hat sie nicht. Und somit hast du praktisch deine Struktur, wo du sagst, das ist eine Immobilie für mich oder das ist eben keine für mich. Alles klar. Gut. Nico, bist du auch in der Matrix unterwegs? Naja, ich bin ja schon ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Als ich mir die in Berlin gekauft habe, da war es tatsächlich so, dass ein ganz anderer Markt war. Aber da habe ich mir auch eine Wohnung angeguckt, die inseriert war. Aus dem Gespräch kam dann, hat sich ergeben, dass tatsächlich noch in dem gleichen Haus eine ähnliche Wohnung vermietet oder verkauft wird. Für, ich glaube, 78.000 war der Preis damals für die eine Wohnung und dann habe ich auch kurzhand gesagt, komm, machen wir 140 für beide, Handschlag und ziehen wir direkt durch. Und das war dann okay. Also es war halt der Makler, der hat dann kurz telefoniert, kam zurück, hat gesagt, machen wir. Also es war tatsächlich auch eine Entscheidung, eine zweite Wohnung zu kaufen, die ich nicht gesehen habe vorher. Und ich glaube, das ist natürlich auch so eine Sache, vielleicht keine Matrix auf Papier, aber eine Matrix war irgendwie schon doch im Kopf, mehrere Wohnungen angeguckt. Ich wusste eigentlich, was ich haben möchte. Nichts Aufwendiges, was Einfaches, 2 Zimmer, klein, sozusagen, dass man alle paar Jahre auch mal einen Mieterwechsel hat. Das hat einem im Prinzip alles gemacht und dann muss man, glaube ich, auch einfach beherzt zugreifen. Und Thema Finanzierung, die steht dann schon vorher, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wen fragst du? Weil du hast ja mal so eben, ja bitte, Claudia? Achso, mich. Natürlich, du musst ja vorher, das gehört ja auch zu deiner Matrix, was kann ich mir leisten? Und ich denke mal, spätestens bei der zweiten Immobilie weißt du, dass du eine Bank deines Vertrauens brauchst. Und dann, das muss ja dann auch ziemlich zügig gehen, weil du kannst dir nicht eine Sache für eine 750.000 kaufen und dann feststellen, hups, ich habe ja das Geld gar nicht, ich krieg's ja auch nicht. Also das geht nicht. Da musst du vorher schon von irgendjemandem ein beherztes Nicken kriegen, dass der sagt, ja, da gehen wir mit. Das heißt, ich gehe zu einer Bank oder zum mitunter auch mit so überregionalen, die praktisch die Banken vergleichen, das finde ich eigentlich jetzt auch nicht so schlecht, und sage zu denen, ich habe vor, in dem Preisrahmen was zu kaufen, wie steht im Moment der Markt und solche Sachen. Und du musst natürlich immer auch deine Bilanzen auf Vordermann haben, sonst wird es schwierig. Okay, gut. Also mit anderen Worten, das ist eigentlich schon eine richtige geschäftliche Transaktion, die man vorher gut vorbereiten muss und wo man halt eben auch mehrere Partner letztendlich ja an Bord hat. Eben die Bank auf der einen Seite, den Makler auf der anderen Seite und zu dritt muss man das irgendwie eben hinstricken. Da gleich nochmal eine Frage. Gibt es da irgendwie auch eine Lernkurve? Das heißt, Claudia, erste, zweite, dritte, vierte Immobilie, geht das dann immer schneller? Oder ist es eigentlich so, dass man sagt, naja gut, 10% sind immer gleich, das ist die Infrastruktur, klar, das geht schneller, aber 90% sind dann doch immer wieder super individuell? Oder ist es eigentlich ja umgekehrt, dass man sagt, naja, 10% sind noch individuell und 90% ist eigentlich Schema F nach der zweiten oder dritten Immobilie? Also ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass ich bei der ersten Immobilie meine Schwiegereltern dabei hatte, weil mir war bis zum letzten Unterschriftszug nicht klar, ob ich eine Waschmaschine, eine Wohnung oder weiß der Teufel was gekauft hatte. Der Notar, der überfährt dich dermaßen, dass du einfach nicht weißt, und ich war ja auch noch ziemlich jung, also ich war da 22, 23. Puh, da habe ich schon irgendwie ein bisschen, das fand ich aufregend. Inzwischen muss ich sagen, ich bereite das vor, ich weiß, um was es geht, ich weiß ja, was der mir erzählt. Ich kann auch gegebenenfalls sagen, Moment mal, das habe ich die letzten 3 Mal nicht gehört, was heißt das? Das heißt, ich habe diese Scheu nicht mehr und das gibt Sicherheit.
Das sind eigentlich mehr diese Randgeschichten. Ich finde die Finanzierung extrem wichtig. Das ist wirklich der entscheidende Punkt, ob du nachher Plus machst oder Minus. Gut, ja, und die Notare, die sind ja wirklich beeindruckend, das muss ich auch zugeben. Also die für Siehst teuer Geld lesen dir die in einem Höllentempo was vor und du musst da echt mit der Blutgrätsche rein wie Weiland Berti Vogts, um die zu stoppen, wenn du was wissen willst. Das ist echt wahr. Wie war das bei euch, Nico? Habt ihr auch Thema Notar? Ja, also ich musste gerade lachen, weil ich hatte bei den ersten Wohnungen genau das gleiche, die gleiche Erfahrung. Das war so ein richtiger arroganter Sack, das muss man nochmal sagen. Und dann sitzt so ein junger Typ vor dem und der hat mich da halt auch ausgezählt. Also Rückfragen wurden dann beantwortet mit, ja, ich weiß schon, was ich mache. So nach dem Motto, fragen Sie mal nicht so doof. Und da habe ich mich von beeindrucken lassen. Also das ist mir dann, als wir unser Haus gekauft haben, nicht nochmal so passiert. Das ist, glaube ich, ein besonderer Menschenschlag, so ein Notar. Ich meine, die leben ja auch noch in einer. Ja, die sind am Ende der Nahrungskette, ne? Denen sagt halt keiner was. Wie Professoren, die sind unkündbar, haben dickes Einkommen und niemand sagt denen was. Die muss man manchmal schon ein bisschen einbremsen. Na gut, vielleicht kommt irgendwann die Blockchain. Anyway, so, Daniel, jetzt du. Ja, Nico, ich würde ganz gerne auch nochmal fragen. Du hast ja jetzt eben gesagt, beim Hauskauf, da hast du Learnings schon mitgenommen. Welche Learnings hattest du denn, nachdem du die Wohnung damals gekauft hattest, als Vermieter? Was gab es da für Learnings, die du mitgenommen hast? Ja, also beim Kauf generell ist es so, dass man erstmal, ich glaube, man braucht so einen ersten Kauf mal, um auch zu checken überhaupt, wie das alles läuft. Also wie die einzelnen Schritte sind, wie das mit dem Notar funktioniert, wann man die Bank einbindet, wie man mit den Maklern umgeht. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall so ein Learning. Bei der Finanzierung muss ich sagen, das habe ich mir in Eigenregie die Bank gesucht, bei den Wohnungen. Beim Haus habe ich das über einen Makler gemacht. Ja, da gibt es ja diese größeren. Die zweite Erfahrung war deutlich besser. Also ich muss sagen, da kriegt man schon was. Ja gut, für den Preis. Ich meine, man zahlt ja nichts, aber die kriegen ja auch ihr Kickback irgendwo hinten rum. Aber ich sage mal, die Konditionen habe ich selber parallel ein bisschen geguckt, hätte ich nicht gefunden, die da aufgetrieben haben. Also in der Zukunft würde ich, glaube ich, wieder, wenn ich finanziere, tatsächlich über irgend so einen Makler gehen. Ich Okay. weiß nicht, inwieweit die sich da was tun. Du meinst Interhyp oder sowas, diese ganzen Vergleichsportale. Hier checke ich alles. Genau, also super hilfsbereit. Es gab auch noch so ein paar Schwierigkeiten. Ich musste widerrufen meinen Kredit, weil der Notartermin geplatzt war beim Eigenheim, der erste. Und die haben sich echt da rein, ja, sind echt in die Bresche gesprungen und haben das Ruder nochmal rumgerissen. Also es war sehr beeindruckend. Also das kann ich sogar nur empfehlen und würde ich in Zukunft, glaube ich, auch nochmal machen, weil die Zeit kann man sich dann auch sparen und mit anderen Sachen sich beschäftigen, muss nicht alle Banken abklappern. Okay, also das bedeutet konkret, Nico, du bist immer noch auf Freiersfüßen. Also du könntest dir vorstellen, noch eine Immobilie zu immer erwerben, entnehme ich gerade jetzt deinen Worten. Naja, also ich muss sagen, bei Immobilien, also bevor ich mir die Berliner Wohnung gekauft habe, hat eine Kollegin von mir damals, die in der Nähe von Dresden so ein Mehrfamilienhaus hat, die hat mir gesagt, Nico, pass auf, wenn du dir die erste Immobilie kaufst, dann bist du angefixt, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Und wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub rumlaufe und da sind von so Maklern in den Schaufenstern die Immobilien, ich kann da nicht vorbeigehen. Ich Echt? muss Bist du so ein darauf Engel- gucken. und Und so ist man Völkersjunkie? ständig, ob man und ob man will oder nicht. Also wenn man einmal irgendwie auf diesen Zug aufgestiegen ist, dann bist du schon, also irgendwie im Hinterkopf guckst du immer schon, was geht denn da noch? Und das Schöne als Privatinvestor, und das hat man, glaube ich, den Gewerblichen auch ein bisschen voraus, man hat ja nicht den Druck, was kaufen zu müssen. Also was ich schon, ich erkundige mich, was weiß ich, in der Verwandtschaft, bei Bekannten. Und irgendwann, glaube ich, wird mir nochmal so eine Immobilie auf die Füße fallen. Einfach irgendwas, was sich ergibt. Oder wenn der nächste Zyklus, was weiß ich, wenn diese Boomphase mal abreißt, wenn es vielleicht mal wieder Zwangsversteigerungen gibt und so, dann könnte ich mir sogar noch vorstellen, vielleicht nochmal eine Immobilie zu erwerben. Gleichzeitig, wenn mir jetzt irgendwann das Vermieten keinen Spaß mehr macht, weil es Probleme gibt, weil ich mich mit Mietern rumärgern muss, die halt nicht kooperativ sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich die einfach verkaufe, sobald die 10 Jahre rum sind und irgendwie mich komplett auf ETFs dann verlasse. Hattest du denn negative Erfahrungen mit deinen Vermietungen? Nee, also erstaunlicherweise noch gar nicht. Also einmal ist irgendwie das Fenster auf gewesen, reingeregnet, Parkett kaputt, irgendwie so eine Geschichte. Aber hielt sich alles in Grenzen. Also die Sonderverwaltung mache ich ja selber. Also es gibt dafür das Haus, die WG-Verwaltung.
Aber so den Umgang mit den Mietern und so, das regle ich alles selber. Das wollte ich damals auch machen lassen. Hätte 25 Euro pro Wohnung gekostet, 600 Euro im Jahr für beide. Und der Makler damals meinte zu mir, hey, versuchen Sie es mal selber. Schauen Sie sich das mal an. Wenn es irgendwie nicht geht, wenn es Ihnen zu viel ist, können Sie sich ja immer noch jemanden holen. Aber machen Sie erst mal selber. Und das war ein super Tipp, weil so schwierig ist das gar nicht. Es ist ehrlich gesagt erstaunlich einfach. Claudia, wie war es bei dir? Also ich mache das jetzt ja schon seit 42 Jahren. Das heißt, ich habe da ein ganz anderen Zeithorizont als der Nico. Und tatsächlich bin ich bis jetzt zweimal, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Einmal gleich am Anfang. Das war eine coole Erfahrung. Die haben sich geprügelt und haben dabei das komplette Apartment zerlegt. Und die sind dann auch wirklich, die haben sich entmündigen lassen. Die waren nicht mehr greifbar. Ging aber damals wirklich aus heutiger Sicht um wirklich Peanuts. Und das zweite ist mir vor ungefähr 7 Jahren passiert. Da habe ich einen Kanadier drin gehabt und der hat nach circa 6 Jahren, wo er sich völlig anständig aufgeführt hat, traumhaft war als Mieter, hat er Drogen genommen oder sonst was. Ich kann das heute noch nicht sagen. Der hat auf einmal hohl gedreht. Also auch einen ziemlichen Schaden hinterlassen. Das jetzt aber wiederum nicht so schlimm, weil in beiden Fällen war sowieso mein Plan, nach Ende dieser Vermietungsphase die Dinge renovieren zu lassen oder zu renovieren. Ja. Insofern hat sowieso dieses Geld vorgesehen. Also insofern, klar, war doof. Ich mag mir das auch ungern von aufdrucken lassen, aber es war jetzt wie trotzdem keine Tragödie. Weil du musst ja Immobilien hast, die musst du ja fit halten. Also da kommen einfach regelmäßig Sachen, wo du einfach mal wieder aufhüpfen musst. Ja genau, Claudia, vielleicht da noch mal ein paar Worte zu. Das ist eben ja auch immer dieses Gut. Zum einen haben wir jetzt schon mal festgestellt, du 42 Jahre am Start, 2 unschöne Fälle. Aber wenn man ja ganz ehrlich ist, das ist alles nicht RTL2 tauglich. Nein, überhaupt nicht. Mietnomade und Chaos und Anarchie und Kakerlakenquellen aus der Wohnung. So, und Nico hat in seiner kurzen Zeit als Vermieter auch noch nicht wirklich super Dramatisches gehabt. Ich meine, Fenster auf, Nico hört sich für mich eher so an als fahrlässige Schlamperei. Shit happens halt, aber nicht Böswilligkeit und Zerstörungswut, so nach dem Motto. Gut, aber was muss man denn jetzt praktisch, so mal Butter bei die Fische, kohlemäßig zurücklegen, um eben seine Wohnung auch profitabel und vernünftig vermieten zu können, um sie eben auf einem Stand zu halten? Claudia, was gibt's da so für Intervalle? Einfach so mal ganz grob. Jedes Jahr das machen, alle 5 Jahre das, alle 10 Jahre das, alle 20 Jahre das. Was muss ich einfach als angehender Mietmogul einfach zurücklegen? Ich mache das mal wieder ganz einfach, ganz anders. Ich weiß, jetzt kommt bestimmt der große Lacher, aber in der Hinsicht bin ich ein Freund von Bausparverträgen. Ich mache immer kleine Bausparverträge, also so 20.000, 30.000 Euro. Und da habe ich immer mindestens einen am Laufen. Das heißt, so alle 6 bis 7 Jahre habe ich Geld. Und dann gucke ich, was ich wo rein tue. Okay. Also das heißt, beim letzten Mal zum Beispiel habe ich dem Häuschen eine neue Heizung gegeben und dem anderen der Wohnung habe ich ein neues WC gegeben, also so komplett so ein WC-Raum und so. Das kann ich dann irgendwie gucken, was ist erforderlich. Aber ich weiß, dass was erforderlich sein wird. Also ich muss mich darauf vorbereiten. Und ich finde das klar, ich könnte jetzt auch ans Eingemachte gehen, ich könnte jetzt auch irgendwelche Anlagen lösen oder sonst irgendwas. Aber mir gefällt eigentlich diese Idee, mit dem ich spare sozusagen mein kleines Schummelgeld in dem Sinn, was ich irgendwie so ja aus dem Portemonnaie jeden Abend raus tue oder ich habe hier mal einen Huni übrig oder da was. Also solche Sachen spare ich praktisch auf dem Bausparvertrag und dann kommt da einfach regelmäßig, ich habe eine Ankündigung, in einem halben Jahr haben sie ihre Punkte voll, dann kriegen sie so und so viel Geld und dann gehe ich mal gucken, wo jetzt hier was erforderlich ist und dann bringe ich einfach wieder Waffen. Das finde ich völlig stressfrei. Ja, super, das passt doch hervorragend. Nico, wie machst du das? Also erstmal, wie man es machen kann und dann sage ich gleich mal, wie ich es mache. Also es gibt, man kann so als Faustregel, also da gehen die Meinungen auseinander, aber man könnte so sagen, 1 Euro pro Quadratmeter für die Instandhaltung. In welchem Zeitraum? Pro Monat oder also, pro Jahr? Genau, 1 Euro pro Monat. Genau, pro Quadratmeter. Und 10% der Warmmiete für den Ausfall eventuell der Miete. Ja, das ist so, also machen das einige Leute.
Andere nehmen 20% der Kaltmiete für alles zusammen, ja, also Leerstand und Investitionen. Ich nehme gar nichts. Also ich bin ja irgendwo liquide. Ich habe ja ein fettes ETF-Portfolio. Wenn wirklich mal jetzt irgendwas Großes kommt, die meisten Sachen sind ja absehbar. Also in den Wohnungen wird das meiste groß. Die großen Themen werden ja abgebildet über die WEG-Einlage, die ich da mache. Da wird ja gesammelt. Die Instandhaltungsrücklage. Nico, ganz kurz. Ja. Was ist WEG? Ach so, das ist die ich glaube, Wohnungseigentümergesellschaft. Ne? Also sozusagen die Hausverwaltung fürs Haus. Genau, die Hausverwaltung, die sozusagen alle Eigentümer vertritt. Und die sammeln ja auch schon so eine Rücklage ein monatlich. Und daraus, also in Berlin war bisher die Erfahrung, da musste noch nie so eine Umlage gemacht werden, sondern das hat eigentlich auch immer gereicht. Und davon werden ja die großen Themen bezahlt. Dann hat man noch die kleineren Sachen oder mal einen Leerstand. Und das kann ich eigentlich recht gut aus unserem Cashflow, aus unserem Notgroschen, den wir hier haben. Oder zur Not, wenn wirklich alle Striche mal reißen, jetzt muss jetzt mal irgendwie eine fünfstellige Summe auf den Tisch gelegt werden, dann habe ich auch kein Skrupel, mal irgendwie ein paar ETFs zu verkaufen in so einem Notfall. Ja, das wäre okay. Also bei uns geht tatsächlich alles in eine Kasse, daraus machen wir die. Da tragen wir die Kosten fürs Eigenheim, daraus trage ich die Kosten für die Wohnung und auch sonst, weiß nicht, letzte Woche brauchte ich ein Implantat, habe ich reingekriegt für 2000 Euro, sowas kommt dann da auch raus. Also wir haben einen großen Pott, aus dem alles Mögliche bezahlt wird, ich unterscheide da nicht. Okay, also da wird Farbe fürs Haus oder Implantat für den Hausherrn, alles ein Top. Das haben wir gelernt. Und ein sehr großer Topf, ne? Also so klein darf er ja dann nicht sein, ne? Bei mehreren Wohnungen und dann eben so. Ja, wie viel Zähne der Mensch hat, überleg das mal. Es ist ja relativ gut planbar, der Kram. Ja, ich meine, klar, shit could happen. Also jetzt, wenn jetzt einer die Bude verwüstet, klar, dann hast du mal ein größeres Thema. Wir haben jetzt eine Heizung, musste erneuert werden bei uns für 8.000 Euro. Das kommt nicht von heute auf morgen. Sowas kann man ja planen. Dann spart man mal ein paar Monate vorher an. Ein paar mehr Monate und dann machst du halt die Heizung, ja, wenn das absehbar ist. Ja, also, aber ansonsten habe ich jetzt nicht irgendwie so einen großen Batzen Kohle liegen, von dem das bezahlt werden muss. Also wie gesagt, wenn man das Vermögen irgendwo einigermaßen liquide hat und so ein ETF-Portfolio ist ja sehr liquide, dann kann man auch zur Not mal was verkaufen. Ja, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, Claudia, wenn du jetzt mal auf deine 42 Jahre da zurückblickst, was hat dir eigentlich am Vermieten am meisten Spaß gemacht? Weshalb sagst du, Leute, werdet Vermieter? Also ich meine jetzt nicht Immobilienbesitzer im Sinne von selbstgenutzte Immobilie, sondern wir reden jetzt ja schon auch eben von der vermieteten, ja, gewerblichen Immobilie. Was macht daran einfach so Spaß? Warum sollte man das einfach machen? Es ist für mich eigentlich die einzige Anlageform von Geld, die ich kenne und die in meiner Größenordnung auch funktioniert, bei der ich mitreden darf. Das heißt im Klartext, ich schaue mir die Leute an, also in München ist einfach kein Problem zu vermieten, im Großraum München, alle meine Immobilien befinden sich da. Das heißt, ich habe da immer reichlich Möglichkeiten rauszusuchen und kann dann tatsächlich sagen, Mensch, ist das eine nette Familie. Da freue ich mich so richtig, wenn ich mit denen praktisch zusammenarbeiten kann die nächsten Jahre. Und man kennt die ja dann auch tatsächlich. Zum Teil wohnen die 10, 15 drin. Das heißt, ich sehe die zwar nicht oft, ich sehe die vielleicht einmal im Jahr, aber ich habe einfach ein gutes Gefühl dabei. Und weißt du, wenn die da ihre Kleinmenschen großziehen, das ist so eine stabile Phase. Weil die ziehen da ein, die haben vielleicht ein Kind mit 2 Jahren und dann nachher sind es 3 und die sind da die Orgelpfeifen und man sieht so richtig, wie die Kinder da richtig gut aufwachsen können. Hey, gibt's was Besseres? So richtig eine Wertanlage mit mehr Wert, so möchte ich das nennen. Weil das ist auch irgendwo hoch anständig, weil ich ja auch nicht zu den Vermietern gehöre, die sagen so, und jetzt wird hier noch 10 Cent pro Quadratmeter hochgeschraubt, das ist die obere Kante, sondern ich habe ein Interesse daran, dass das alles irgendwo real und vernünftig läuft. Ich habe kein Interesse daran, das wirklich auszuquetschen, aber ich habe auch kein Interesse daran, mich ausquetschen zu lassen. Also das ist irgendwo alles sehr anständig. Was sind so Momente, wo man sagt, ach Gott, ich hätte doch in ETFs investieren sollen. Also was sind so die trüben Momente eines Immobilienbesitzers, sodass man das ganze Spektrum mal beleuchtet. Es gibt ja beides. Es ist ja alles, es gibt ja die schönen Momente, aber auch sicherlich die schlechten oder gar schrecklichen Momente. Das müssen wir auch mal alles auf den Tisch legen, um hier
den Leuten zu zeigen, wo es hingeht. Nur mit deinen 42 Jahren bist du einfach prädestiniert, wirklich auch aus langem Erfahrungshorizont zu erzählen. Also ich muss sagen, gerade diese letzte Familie, die da sich so unegal verabschiedet hat, da dachte ich mir schon, naja, dieses miese Karma wird dir schon nochmal auf die Füße fallen, weil du kannst da definitiv nichts machen. Die sind nach USA ausgewandert, insofern hast du auch keine Handhabe, das irgendwie rechtlich zu verfolgen. Das ist der Punkt. Und ich bin da wirklich, ja, ich bin sogar aus meiner eigenen Dummheit raus auf einen ganz miesen Trick reingefallen, das heißt, ich konnte noch nicht mal die Kaution verwenden. Und das sind natürlich sehr unschöne Sachen, da habe ich schon einen Moment gedacht. Ja, aber es ist für mich einfach keine Alternative zum ETF, ist es definitiv nicht. Für mich ist der ganz große Manko an ETFs, dass das so unpersönlich ist. Das sind irgendwie 1000 Unternehmen mit 5000 irgendwelchen Jungmanagern, die sich da irgendwie berufen fühlen, jetzt mal der Welt zu zeigen, wo es lang geht. Und ich habe nichts zu sagen, gar nichts. Ich habe keine Einflussmöglichkeit. Das finde ich irgendwie, ich weiß auch nicht, weißt du, ich habe in ETFs aber die politisch korrekten, also die, und das war schwierig genug, bis ich da mal endlich ein Portfolio gefunden habe, das ich auch gut finde. Also, weißt du, so, das gab es ja ganz lang nicht. Und das gibt's jetzt also halt. Du meinst nachhaltige Ideen. Ja, ja, genau. Mhm. Und auch jetzt, die zwei, drei, die es da gibt, das ist ja nicht die Riesenauswahl. Und es ist verglichen mit den anderen ETFs immer noch eine sehr kleine Diversität. Das muss man auch sehen. Das heißt, somit auch automatisch ein bisschen ein größeres Risiko. Das wiederum akzeptiere ich, weil ich mag diese Schmuddelspiele, die die da treiben. Ich will das nicht, dass das mit meinem Geld gemacht wird. Ende der Vorstellung. Da magst du mich jetzt irgendwie als naiv einschätzen oder sonst irgendwas, aber so ist das. Nee, das passt ja auch zu dir, die Immobilie. Das ist ja, wie soll ich sagen, beim ETF wirst du ja für den Kontrollverlust, oder an der Börse wirst du für den Kontrollverlust bezahlt und du bist ja nun schon immer gerne Herrin deines eigenen Lebens gewesen. Deshalb passt die Immobilie ja auch besser zu dir. Eine Sache noch klar, der zu diesem Thema mieser Trick und abgehauen, ist das was für den Podcast? Kannst du das erzählen, damit andere nicht auch drauf reinfallen oder wie ist ich das? Ich habe bis heute nicht verstanden, was da los war. Also Tatsache war, das war eine Familie, der Mann war Kanadier, sie war Deutsche und die haben auch zwei Kinder gehabt und die haben in dem Haus 6 oder 7 Jahre gelebt. Ich glaube, dass der den Rasen mit der Nagelschere geschnitten hat. Das war echt traumhaft, was der für ein Mieter war. Und von einem Moment auf den anderen hat der irgendwie umgeschaltet und ist dann auch mit einer großen Firma nach USA gegangen, hat also praktisch sein komplettes Leben hier aufgelöst. Aber da das USA ist, da gibt es irgendwie kein so ich habe es extra prüfen lassen, da gibt es kein so ein Rechtsabkommen. Du kannst dann nur über eine ganz verrückte Geschichte, wo du ein extrem hohes Risiko hast, dass du überhaupt irgendwas holen kannst, kannst du dann nur überhaupt versuchen, deine Rechte einzuholen, also einzutragen. Und das habe ich mir dann durchgerechnet und dachte ich mir, jetzt haust ein Ei drüber. Ende der Vorstellung, es hat sich einfach nicht gelohnt. Ja, weil die Kaution hast du doch. Nein. Claudia, die Kaution hast du doch. Nein, das ist genau der Punkt. Und das ist vielleicht so ein Learning für mich. Die hatten mir ein Sparbuch gegeben. Und dieses Sparbuch steckte, also es war von der Postbank das Sparbuch, der steckte in einer Hülle drin, wo drauf stand Mietkaution. Ja. Und somit war für mich alles klar. Was ich nicht überprüft habe, das war zwar die Hülle von einem Mietkautionkonto, aber das hätte im Buch auch noch stehen müssen. Und das war was ich Zeitpunkt einfach nicht wusste. Das habe ich dann gelernt. Das heißt, für mich war das jetzt so als, ich bin ja eigentlich ein Finanzlaie. Also war es für mich nicht erkennbar, dass dieses Buch zwar offensichtlich für mich die richtige Nennung hat, aber das Kleingedruckte war anscheinend falsch. Und deswegen habe ich das Geld nicht nutzen können. Aber es ist gut, du musst jetzt halt einfach, da musst du durch. Das ist Lehrgeld, das du bezahlst. Na gut, das ist ja, wie soll ich sagen, ich sage ja immer, Immobilien ist ja wirtschaftliches Unternehmen, wie alles andere auch, wenn du eine Wirtschaft betreibst oder wenn du halt eine Firma hast. Und so musst du halt dann auch da dich gegen die Wechselfälle absichern. Aber wie ist denn jetzt ganz konkret, wie ist denn die Kautionsregel jetzt bei dir? Inzwischen bin ich so weit, da habe ich mich einfach informieren lassen. Mir gibt man die Kaution bar in die Hand. Ich will die Scheine zählen. Und wenn ich diese Scheine habe, dann lege ich die an als Mietkautionskonto. Das kann ich ja dann machen. Aber dann ist es tatsächlich ein Mietkautionskonto, auf das ich Zugriff habe. Verstehe. Und Nico, wie ist es bei dir? Willst du auch die Scheine sehen?
Nee, das lasse ich mir überweisen. Das ist auch wieder im Notgroschen drin. Nee, also ich lasse mir das schicken. Also da alles andere, also ich will das schon auf meinem eigenen Konto haben. Wenn der Mieter das haben möchte, dann würde ich auch ein Konto für ihn anlegen, wenn er da irgendwelche Zinsen sehen möchte, aber das ist ja zum Glück weniger ein Thema heute. Ich fand das gerade ganz interessant, was Claudia gesagt hat, dass sie gerne Vermieterin ist und dass es ihr Spaß macht. Weil das ist es bei mir zum Beispiel genau gar nicht. Also ich bin Vermieter, weil es für mich eine Geldanlage ist. Wenn ich ein Jahr lang nichts von meinem Mieter höre und ich ihn nicht sehe, dann ist das eigentlich ein gutes Jahr. Und meinetwegen, wenn die jährliche Versammlung ist, wo die Eigentümer zusammenkommen, da bin ich noch nie gewesen. Also ich lasse mir das dann alles von der Hausverwaltung erklären. Ich mache dann meine Kreuzchen, je nachdem. Also meistens alles, was mit Instandhaltung zu tun hat, mache ich. Reparaturen auch. Ja, im Prinzip so, dass es meinen Mietern gut geht. Aber ich habe da keinen Bock, mich mit reinzusetzen und mir diese ganzen Leute reinzuziehen. Das ist echt nicht mein Ding. Von daher, ich bin da. Weißt du, was du da tust? Natürlich weiß ich, was ich da tue. Aber du kannst ja, ich habe ja eine Wohnung, das sind zwei Wohnungen von 35. Ich kann da sowieso nichts entscheiden und ich nehme es mit einer gewissen stoischen Gelassenheit hin, dass ich das, was letztendlich entschieden wird, kann ich nicht beeinflussen und von daher nehme ich es auch so hin. Ich mache mir eine Kreuzchen und es wird auch in meinem Namen mit abgestimmt, aber ich muss da nicht vor Ort sein. Also mein Seelenfrieden ist mir da wichtiger, als dass ich mich da in diese Diskussion zum Beispiel einlasse. Also ich habe da jetzt, darf ich mal kurz zwischengehen? Ja, unbedingt. Diskutiert miteinander. Daniel, wir holen uns jetzt ein Bier. Habe vor kurzem die WEG-Versammlung von meiner Tochter besucht und habe da eine ganz schräge Sache abgewiegelt. Die hätte als 280.000 Euro Sondermaßnahme auf 15 Parteien umgelegt, wäre die geworden. Und ich bin dann rein, also ich wusste das vorher nicht. Ich bin da dann drin gesessen und habe gesagt, ey, Moment mal, also so glaube ich das jetzt nicht und konnte das also echt abwiegeln. Und ich meine, teil mal 280.000 Euro durch 15, das ist mehr als ein fünfstelliger Betrag. Das heißt, was die WEG beschließt, da hast du sehr wohl, auch wenn du nur einer von 35 bist, da hast du sehr wohl was zu sagen. Und ich finde das extrem wichtig. Ich gehe zu Ihnen. Und ich lasse mich auch vertreten. Also wenn ich jetzt keine Zeit habe, da muss mein Sohn hin oder meine Tochter, wer gerade da ist. Die kriegen von mir genaue Direktiven, wo sie darauf gucken müssen. Genau, und das macht Ich halt finde, das muss man aktiv machen. die Verwaltung macht das dann in dem Fall da für mich. Aber wenn dem so wäre, also wenn ich mich wirklich da so reinhängen müsste, dann hätte ich keine Immobilien. Also es wäre für mich ein Ausschlusskriterium. Man sagt zwar immer, also Immobilien vermieten ist alles andere als passiv, aber wenn ich mir wirklich mal angucke, wie viele Stunden ich im Jahr mit meinen Immobilien verbringe, dann sind es weniger als 10. Also das ist das komplette Paket von Korrespondenz mit die Mieter, wenn mal was ist, Nebenkostenabrechnung erstellen, die Vollmachten erteilen für die Versammlung. Also es ist wirklich in meinem Fall nicht wirklich arbeitsintensiv und nichts, wo ich mich groß drum kümmern muss. Und genau da muss es auch sein, wenn sich das mal ändert, und das kann sehr gut passieren. Ich hatte wahrscheinlich bisher auch Glück, aber wenn mehrfach schwierige Geschichten auftreten, wenn es jetzt meinetwegen Mieten nicht bezahlt werden, wenn ich mich mit sowas rumschlagen muss, dann würde ich tatsächlich auch die Wohnung, glaube ich, verkaufen. Das wäre es mir dann nicht wert. Ihr habt jetzt eben die Kosten nochmal angesprochen. Also ich hatte jetzt hier zum Beispiel auch einen Fall bei uns in der Wohnsiedlung, sind auch alles Eigentumswohnungen und da musste Grund saniert werden. Also das war eine sehr hohe Summe, die wurde dann auch auf alle Wohnungen gelegt und das war aber schon ein Batzen Kohle. Wäre das zum Beispiel auch ein Ausschlusskriterium zu sagen, hätte ich das mal nicht gemacht, hätte ich die Wohnung mal nicht gekauft, wenn ich so eine horrende Nachzahlung für die Instandsetzung zahlen müsste? Naja, beim Kauf hat man ja schon mal einen einigermaßen Überblick. Also ich würde niemals was kaufen, ohne dass vorher auf jeden Fall nochmal ein guter, qualifizierter Gutachter durchlaufen ist, der sich das anguckt. Und auch nie eine Wohnung kaufen, ohne die Protokolle der Versammlung für die letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre zu lesen. Daraus erkennt man eigentlich schon mal, wo die Druckpunkte sind. Natürlich, Das hast du auch gemacht ja, vorher. klar. Also dann sozusagen, ich habe den Kauf haben wir dann per Anschlag besiegelt, aber es war natürlich klar, dass ich dann vorher nochmal mit einem Gutachter durchlaufe, der sich das dann anguckt und der hat dann auch gesagt, naja gut, es ist halt weder besonders schön noch besonders schlecht, aber normaler Zustand und aus den
Versammlungsprotokollen ging jetzt auch nichts hervor, dass was Großes gemacht werden musste und war bisher auch nicht. Aber es kann natürlich kommen, klar, wenn jetzt irgendwie das Dach neu gemacht werden muss und dafür eine Sonderumlage fällig ist, dann sowas kann natürlich immer passieren. Aber das ist ja auch Teil der Mieteinnahmen sozusagen, die damit abgegolten werden. Hm. Claudia, wie ist es bei dir? Also ich betrachte das tatsächlich anders. Ich betrachte das wirklich als Sicherung meines Alterseinkommens. Und da muss ich mich einfach drum kümmern, wobei ich habe mich halt noch nie mehr als 10 Stunden pro Immobilie pro Jahr beschäftigt. Bestimmt nicht, auch wenn es Ärger gegeben hat. Also das ist wirklich so Ende des Jahres, ja klar, da musst du eine Abrechnung machen und solche Sachen, aber das ist kein Aufwand. Und wie wäre es, oder vielleicht hattest du es ja sogar, dass da nochmal eine horrende Sanierung anstand, wo die Wohnung dann auch entsprechend teurer wurde. Das war für dich jetzt aber auch kein K.O.-Kriterium oder bist du so vorgegangen wie Nico jetzt auch? Das, was Nico erzählt hat mit seinen Protokollen von der Eigentümerversammlung, möchte ich absolut unterstreichen. Das ist ganz wichtig, weil man da auch wirklich erkennt, ob so eine WEG, also so eine Wohnungseigentümergemeinschaft, ob die problematisch ist oder nicht. Und das kann ja, also ich erlebe WEG-Versammlungen oft aus beruflicher Sicht. Also werde ich oft dazugeholt und muss dann irgendwas erklären oder sonst irgendwas. Das kann ja richtig anstrengend sein. Und wenn du da irgendwie so 2, 3 so Schnauzbeutel dabei hast, da hast du schon einen Monat vor dem die Versammlung ist, denkst du dir schon, oh, welche Ausrede finde ich denn, dass ich da nicht mit muss? Also das kann wirklich unangenehm sein. Insofern ist es wirklich wichtig, sich das durchzulegen. Aber natürlich kann auch immer irgendwas kommen. Was weiß denn ich, irgendwie Tiefgaragen sind ganz prädestiniert dafür, um Kosten zu verursachen. Okay, gut. Also was sich jetzt eigentlich mich noch interessiert, ist jetzt mal so, ja, das Thema, es ist ja letztendlich eine wirtschaftliche Unternehmung. Auch wenn du das ziemlich agnostisch siehst, Nico, und nicht besonders emotional. Aber Claudia, denke ich mal, in München mit Söder an der Regierung, da wird es ja anders zugehen als bei dir in Berlin. Wie siehst du jetzt eigentlich dieses ganze Thema? Wie gesagt, das muss man einfach sagen. Es gibt ja viel, was gegen die Aktie oder gegen den ETF spricht, aber sie sind sicherlich im staatlichen Dirigismus weniger unterworfen als eben die Immobilie. Also jetzt, mich interessiert es eigentlich auch weniger die politische Bewertung des Berliner Mietendeckels, sondern schlicht und ergreifend, wie geht der Geschäftsmann Nico mit diesem Fakt jetzt um? Ja, das war schon ein bisschen erstaunlich, was da passiert gerade. Vielleicht vorneweg mal kurz, ist das wirklich so, dass man als Immobilienbesitzer mehr im Feuer steht als Aktionär? Ich weiß gar nicht. Also, ja, es kommt drauf an. Für mich wäre es ehrlich gesagt einfacher, wenn jetzt die Abgeltungssteuer auf 45% erhöht wird, als wenn so jemand mit einem Berliner Mietendeckel um die Ecke kommt. Also da, das eine ist, glaube ich, relativ einfach umzusetzen. Und man trifft dann auch die Wohlhabenden, sag ich mal, als so ein Berliner Mietendeckel. Von daher, ich weiß gar nicht, wer da jetzt irgendwie mehr im Feuer steht. Also, und klar, als Immobilienbesitzer kannst du halt nicht so schnell verkaufen und rennen wie ein Aktionär. Also da kannst du ja verkaufen, nimmst das Geld, legst es in Gold an, meinetwegen, oder was auch immer, und wartest erstmal. Das ist steuerfrei nach 10 Jahren, ne? Die Immobilie dann, meinst du? Die Immobilie, ja. Genau, ja, das stimmt. Gut, aber wie geht man mit solchen Unwägbarkeiten jetzt einfach um, Nico? Was machst du jetzt ganz konkret? Also ich habe mich jetzt mal in das Thema reingefuchst. Ich habe es jetzt, glaube ich, verstanden. Ich habe auch ein bisschen geguckt, wie realistisch das ist, dass so eine Nummer durchkommt. Und mittlerweile habe ich da ehrlich gesagt meine Zweifel, dass das so umgesetzt wird, wie geplant. Im Prinzip aus reiner Rendite-Sicht, sagen wir mal, der würde jetzt so umgesetzt, wie er ist. Das hätte ja schon einen Einfluss. Ja, ich sag mal, die Preise der Immobilien gehen runter, die Mieten werden gedeckelt, wobei bei mir die Mieten jetzt nicht so hoch sind, dass ich da, glaube ich, was reiße. Also bei einer Wohnung wird es knapp, bei der anderen auf keinen Fall. Von daher wäre es im Prinzip so ein Freeze für mich für 5 Jahre jetzt erstmal oder auch länger. Im Umkehrschluss muss man ja auch sagen, das Ergebnis, dass die Mieten da so hochgegangen sind und die Preise, ist ja irgendwo eine verfehlte Wohnungsbaupolitik der letzten Jahre, die jetzt irgendwie ausgeglichen werden soll. Also hätte sich die Politik nicht so doof in den letzten 10 Jahren angestellt, was neue Bauten angeht, dann wären die Preise auch, glaube ich, nie auf die Levels geklettert, wie sie sind. Das heißt, wenn es jetzt irgendwo berichtigt wird,
Ich glaube, also dann wäre das aus Rendite-Sicht jetzt nicht das Ende der Welt für mich. Ich meine, sowas kann immer passieren. Eine Marktabkühlung kann auch beim Aktienmarkt kommen und dann gehen die Renditen letztendlich auch runter. Was es mir aber gezeigt hat, ist, dass man wirklich sein Geld diversifizieren muss über Anlageklassen hinweg. Also klar, Anlagen generell, und das ist ja bei so Wohnungen ein Thema, aber gerade über die Anlageklassen hinweg, weil so ein schwarzer Schwan, wie das ja eigentlich einer aus dem Buche ist, was da in Berlin passiert, das kann einen ja überall treffen, in sämtlichen Anlageklassen. Claudia, wie siehst du das denn? Ich meine, du hattest ja vorhin erzählt, dass du eben ja gut vermieten willst für beide Seiten. Und wenn jetzt halt praktisch die Dirigismus von oben kommt, ich denke, in Bayern ist das noch weiter weg. Aber das sind ja auch irgendwelche politischen Unwägbarkeiten, die auch dich jetzt ja durchaus, wenn du sagst, ja, die nächsten 20, 25, vielleicht sogar 30 Jahre begleiten können, wenn du dann auf deinen Immobilien sitzt und davon ja leben willst. Das ist richtig und da muss ich auch sagen, der Nico hat den Kernsatz schon gesagt, Diversität ist ohne irgendwelche Alternative. Das heißt, ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen beunruhigen, wenn ich erstens in Berlin was hätte und zweitens mal nur Immobilien, ja klar, dann fände ich das irgendwie, würde ich wahrscheinlich jeden Tag in die Zeitung schauen. Aber erstens mal habe ich das nicht und zweitens mal, ich sehe auch diesen Immobilienbesitzer-Klüngel als ziemlich mächtig, zumindest hier in Bayern. Also wir haben ja da durchaus Organe, die sich unglaublich aktiv, die legen sich sogar mit der Stadt München an und zwar richtig. Also da gibt es wirklich Organe, die da durchaus wissen, wo es lang geht und die auch ihre Macht ausspielen. Und im Ernstfall würde ich sagen, gibt es immer noch die Möglichkeit, die ich mir in München sehr gut vorstelle, könnte, dass mir in Vermieterboykott geht, dann vermieten wir halt nicht mehr. Muss man sich ja auch leisten können. Ich meine, das ist ja deine Altersvorsorge, Claudia. Ja gut, aber ich kann ja du auch mal... Du willst ja von den Mieten leben. Das ist richtig, aber wenn der ETF für 6 oder 8 Monate im Keller ist, wovon lebe ich denn dann? Also ich muss da immer diversifizieren. Das bleibt mir doch gar nicht aus. Und dann würde ich halt sagen, ja gut, dann vermieten wir halt nicht, weil bevor ich das abwohnen lasse, ohne dass ich was davon habe, ja, dann lassen wir es doch leer stehen. Ist doch wunderbar. Tut mir doch so gesehen nicht so richtig weh. Und ich kann ja auch immer noch, weißt du, ich kann immer noch über die Steuern was machen. Das heißt, mein Gewinn ist ja doch auch 2 Jahre rückwirkend noch durchaus ein Punkt. Das heißt, lass das mal auf uns zukommen. Ich glaube, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Okay, also das ist dann immer wieder dieses Thema, was da ja gerade bei Immobilien dann noch massiv reinspielt, Verlustverträge und Steuersachen, die man dann noch ändern und anpassen kann. Richtig. Nico, wie ist es eigentlich bei dir jetzt, seit du Immobilienbesitzer bist? Hast du da auch, wie soll ich sagen, Immobilien und Steuern im Gleichschritt bei dir sozusagen an Kompetenz gewonnen? Ja, ich glaube, so ein Mietausfall, das klar kann man mit Steuern dann ein bisschen rumspielen, aber ein Mietausfall ist natürlich schon eine enorme Nummer. Also wenn du da jetzt irgendwie parallel noch irgendeine Kredite bedienen musst, also das reißt auf jeden Fall ein Loch rein. Also nicht vermieten ist schwierig. Aber wenn man in Ballungsgebieten eigentlich unterwegs ist, ja, und jetzt Berlin, München, das sind ja Paradebeispiele. Also ich hatte noch nicht einen Tag Leerstand in den 8 Jahren ja mittlerweile in beiden Wohnungen. Von daher, selbst wenn es ein niedriger Preis zu vermieten wäre, dann ich würde das trotzdem immer weiter vermieten. Steuerlich war für mich auch eine Erkenntnis. Man zahlt relativ wenig Steuern auf solche Einnahmen. Dadurch, dass du da einige Sachen wie Abschreibung, Kreditzinsen, einige Aufwendungen wirklich gegenrechnen kannst, so sehr viel bleibt da gar nicht mehr hängen. Also steuerlich ist das eigentlich eine feine Sache, solche Immobilien. Ja. Okay, aber jetzt vielleicht nochmal, gerade wo du es ansprachst, ist ja, ihr seid durchaus beide in unterschiedlichen Situationen im Leben, habt in unterschiedlichen Revieren eure Immobilien, aber eben, wie du schon sagtest, eins eint euch ja. Ihr seid beide ja Immobilienbesitzer, ja letztendlich in Ballungsräumen, da wo es hoch geht, da wo es rund geht. Wie seht ihr denn eigentlich dieses Thema Immobilien jetzt außerhalb praktisch von Hamburg, München,
ja, Rheinland, da bei, wo ich ja herkomme, der Bereich Bonn bis Düsseldorf hoch, da ist es auch alles noch ziemlich attraktiv. Was wir jetzt eigentlich so sehen, dieser ganze Boom, ist das eigentlich ein deutschlandweiter Boom oder ist das eigentlich, hört das relativ schnell auf, wenn man von Berlin rausfährt nach Brandenburg, beziehungsweise wenn man von München rausfährt in Richtung Bayerischer Wald? Wie seht ihr das? Also was kann ich ableiten aus diesem Immobilienthema, was wir heute besprochen haben, wenn ich eben zu den 80% der Deutschen gehöre, die eben in Einheiten unter 20.000 Einwohner wohnen? Weil das habe ich auch mal recherchiert hier für meinen Blog und war da ganz schockiert. Man darf sich in Deutschland Großstadt nennen, wenn man 100.000 Einwohner auf sich versammelt. Was für mich, ja, es ist, guck in Wikipedia nach, das ist eine Großstadt. Sozusagen. Gilt das auch für die Kleinstadt oder sieht es da eigentlich ganz anders aus, Claudia? Also, wie gesagt, du kommst rum. Ich glaube, das muss man immer ein bisschen weiter sehen. Erstens mal, um München rum ist ein unglaublich großer Speckgürtel. Also der zieht sich schon, eine Stunde Fahrzeit ist alles noch München. Und da sind auch die Kosten hoch, die Mieten hoch. Wenn du jetzt tatsächlich in den Bayerischen Wald gehst, hast du ja zwei Effekte. Zum einen sind die Kosten für die Immobilien deutlich geringer, und zwar richtig geringer. Ich bin ja von Neid erblasst, als der Nico vorher die Kosten für seine zwei Immobilien in Berlin genannt hat. Ich wusste gar nicht, dass man dafür schon was kriegt. Aber das heißt, du hast ja dann auch weniger Mieteinnahmen. Und das muss man passen. Das heißt, du musst dir da durchaus im Klaren sein, was du damit bedienen kannst, Kredit du bedienen kannst. Weil wenn du nur 60.000 aufnehmen musst, ja, dann reichen dir vielleicht auch 400 Euro Miete. Dann ist das alles gut, alles in einem Bereich. Aber wenn du einen Münchner Kredit damit bedienen möchtest, da kommst du mit 400 Euro nicht weit. Das heißt, irgendwo der Kredit zu den Einnahmen, also Nutzen, Aufwand, das muss halt immer passen. Okay. Mhm. Übrigens, wenn ich im außerhalb der Großstadt wohne, dann habe ich ja auch weniger Kosten. Das heißt, das trifft ja nicht nur die anderen, das trifft ja mich auch. Es kommt aber immer darauf an, also wenn ich jetzt mal Lübeck als Maßstab nehme, Lübeck ist ja auch so ein bisschen Speckgürtel von Hamburg. Hier sind die Preise auch nach oben gegangen und da gibt es ja diverse Städte, die jetzt nicht so groß sind, wo aber trotzdem die Preise extrem nach oben gegangen sind, sowohl die Mieten als auch die Kaufpreise. Und das merkt man eben auch in vielen Ballungsgebieten. Also da hast du dann nicht mehr Stuttgart zum Beispiel, sondern da gibt es dann die Städte um Stuttgart herum, also Ludwigsburg und noch ein paar andere. Und das ist natürlich auch ein Phänomen. Ich ganz kurz dazu noch, also ich glaube, es ist erstmal kein Problem, irgendwas aus der Ferne zu vermieten. Das habe ich jetzt mit Berlin gemerkt. Also ich glaube, für mich würde mein Vermieterdasein nicht anders aussehen, wenn das jetzt eine Frankfurter Wohnung wäre oder eine in Berlin. Von daher sich umzuschauen, wo es wirklich günstige Wohnungen gibt mit einem guten Makroumfeld und sowas, macht definitiv Sinn. Es muss nicht die Wohnung vor Ort sein, die man kauft und vermietet. Für mich, was mich da von abhalten würde, in Regionen zu gehen, wo das ein schwierigeres Umfeld ist, zu vermieten und dadurch die Wohnungen auch günstiger sind, ist das für mich das Allerwichtigste, ist die Auswahl der Mieter. Es muss ein Mieter sein oder eine Mieterin, wo ich das Gefühl habe, dass ich da keinen Stress mit habe. Das kann man jetzt nie 100% festmachen, aber ich glaube, ein Bauchgefühl und wenn man sich alles offenlegen lässt, was da ist, ist ja heutzutage so, dass man da echt die Hosen runterlässt als Mieter. Das muss 100% stimmen und da will ich nicht drauf angewiesen sein, Hauptsache ich kriege die Bude irgendwie vermietet, sondern da möchte ich mir die Person aussuchen können, wo ich das beste Gefühl habe. Deswegen ist das für mich eher in so guten Locations, auch wenn vielleicht weniger Rendite bei rumkommt, habe ich da doch das Gefühl, dass ich mehr Kontrolle habe und weniger Ärger. Okay, also Nico, das zentrale Asset, sagst du gerade, ist letztendlich der Mieter oder die Mieterin, dass man die auswählt. Kannst du vielleicht ganz konkret sagen, wie wird man denn, wie muss ich mich denn bewerben bei dir, Nico, dass du mich nimmst? Wie wird man bei dir Mieter? Ich hatte jetzt ein paar Vermietungen und anfangs habe ich noch einen Makler genommen, einen Makler, den ich kannte, dem ich vertraut habe, der schon mal einen guten Vorcheck gemacht hat. Der hat ja auch die Hand geschüttelt, hat sich ein Bild gemacht zu den einigen Personen, die sich da beworben haben. Und dann habe ich mir noch die Papiere dazu angeguckt und so habe ich meine Auswahl getroffen.
Einen jetzigen Mieter, also der jetzt in der Wohnung ist, den habe ich tatsächlich über Finanzblöcke kennengelernt. Weil ich irgendwann mal gepostet habe, hey, wie kann ich denn in Berlin eine Wohnung vermieten ohne Makler? Und da kam dann tatsächlich diese sehr nette E-Mail von dem jetzigen Mieter. Und wir haben dann uns ausgetauscht, telefoniert, ich habe mir alles zeigen lassen. Und letztendlich haben wir da auch was Vernünftiges ausgehandelt, was für beide Seiten passt. Und da hatte ich einfach ein gutes Bauchgefühl. Also entweder ich brauche jemanden vor Ort, der die Hand schüttelt und sich, dem ich vertraue, der das auswählt, oder aber ich muss selber in Gesprächen oder vielleicht auch vor Ort selbst die Hand schütteln und die Entscheidung treffen. Alles klar. Und Claudia, wie komme ich bei dir in deine Wohnung? Was muss ich tun, damit du mir den Schlüssel überlässt? Du musst bei mir natürlich auch ein gutes Bauchgefühl verursachen. Sonst geht da gar nichts. Das ist ja genau der Vorteil von der Immobilie, dass ich das selber mitrede. Und was der Nico sagte, das ist absolut, kann ich nur voll unterschreiben. Die Daten müssen selbstverständlich stimmen. Und das Gefühl ist was, was du eigentlich nicht, ja, welche Kriterien magst dafür anlegen. Das ist halt Bauchgefühl. Aber Ja, klar. es kann trotzdem, ich habe es erlebt, auf einmal umkippen und du weißt noch nicht mal warum. Also Ja, dieses okay, gut. Restrisiko bleibt einfach. Übrigens ist es Ja. jeder Form von Anlage ganz wurscht, ob du in einen Bauernhof investierst, ob du Aktien kaufst oder sonst irgendwas. Du hast immer irgendwo ein Restrisiko. Gut, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Ich hätte gerne, Daniel, wenn das okay ist für dich, jetzt gerne an euch beide noch eine Frage gestellt, bevor wir zu Medienempfehlungen kommen. Und zwar, stellt euch vor, ein junger Mensch hat eine gewisse Summe Geldes und du, Claudia, solltest ihm jetzt raten, welche charakterlichen Eigenschaften muss deiner Meinung nach ein Mensch haben, damit er oder sie ein guter Immobilieninvestor wird, damit das einfach von Erfolg gekrönt ist. Was muss ich mitbringen? Also, da glaube ich mal, dass es fast jeder lernen kann. Was ich dafür erforderlich finde, du kannst mit sehr wenig Geld anfangen. Und ich finde, du solltest die Nebenkosten zahlen können. Alles andere kannst du finanzieren lassen. Aber du solltest eine gewisse Ruhe und Patience mitbringen. Also, eine Immobilie ist was, je früher, je lieber. Also, wenn du als 19-Jährige dir eine Immobilie kaufst, finde ich perfekt. Natürlich nicht gleich das Einfamilienhaus, aber da tut es ja eine Studenten auch. Und dann einfach diese Ruhe mitbringen, dass es halt in 25 Jahren bezahlt ist. Und damit ist alles gut. Man muss sich drum kümmern, also man muss durchaus ein bisschen, ja, einfach gucken, ob der Mieter, ob die Immobilie was erfordert. Also einfach dabei bleiben. Aber ich sehe das auch an meinen Kindern, das lässt sich problemlos lernen in sehr jungen Jahren. Sind das auch schon Immobilienbesitzer? Na klar, so eine Frage. Okay. Ja, klar, dass man das alles lernen kann, Ja, verstehe die ich. haben noch die Zeit. Verstehst du, das drückt die überhaupt nicht. Zuerst wohnen sie selber drin, dann ziehen sie aus und dann wohnt jemand anders drin und zahlt weiterhin den Kredit und die haben damit keinen Druck. Das verstehe ich, aber wie gesagt, lernen kann man das. Aber mir geht es wirklich um diese Charaktereigenschaften, weil ich wäre, glaube ich, also nein, ich würde eher tot umfallen, als dass ich irgendwie in Immobilien mache. Allein die Vorstellung, mich mit Handwerkern rumschlagen zu Ja, müssen, aber also die Handwerker, wie lässt mich oft hast du sofort die zum denn? Ride greifen. Die, Ja, zu oft. nein. Außerdem hast du die in deiner gemieteten Wohnung auch. Ja, ich habe sie ja hier jetzt am Hacken. Ich weiß es ja, was es bedeutet. Also, das ist einfach, wenn es irgendwie Immobilien ohne Handwerker gibt, dann glaube ich, wäre ich dabei. Okay. Das mit den Mietern kriege ich noch hin, aber Handwerker sind die Pest. Das ertrage ich einfach nicht. Das ist für mich eigentlich der Killer. Aber jetzt mach mal, es geht ja nicht um mich, sondern Nico. Wie muss man charakterlich so drauf sein? Woran muss man Spaß haben? Was muss man mögen? Was muss man aushalten können, um ein guter Immobilieninvestor zu werden? Naja, handwerkliche Begabung in dem Fall schon mal nicht schlecht, dann kannst du ein bisschen was selber machen. Naja, ich sag mal so, wenn ich es vergleiche mit einem Aktienmarktinvestor, ist, glaube ich, wenn du leicht in Panik gerätst, dann wäre der Aktienmarkt die falsche Anlageklasse, aber eine Immobilie wäre der wiederum passend. Ja, es ist sozusagen, du bist einmal drinne und dann läuft das Ding ja mehr oder weniger durch. Du hast deinen Kredit abzuzahlen. Es ist eine sehr gesteuerte, kontrollierte Geldanlage ohne große Hochs und Tiefs im Zweifelsfall. Also es ist schon eine Typensache. Ich glaube, viele fühlen sich dann eher zu Immobilien hingezogen. Das ist was Handfestes, damit können sie arbeiten, da können sie einen Schlüssel reinstecken. Während andere Geldanlagen wie P2P, Aktien, Kryptos ist auch eine ziemlich aufregende Sache dann vielleicht. Und dann Das auf jeden Fall. Glaube ich, ist es tatsächlich, sollte man auch ein bisschen, das klingt jetzt sehr esoterisch,
irgendwie eine positive Lebenseinstellung oder das gute im Menschenglauben irgendwo, weil wenn du mit Mietern zu tun hast, dann strahlt das, glaube ich, über. Also wenn ein typisches Mieterproblem, ich kriege dann irgendwie eine E-Mail oder eine WhatsApp, steht drin, hey, der Spüler ist kaputt. Dann kommt von mir einfach die Nachricht zurück, dann lass es reparieren und schick mir die Rechnung. So in etwa läuft das dann. Dann kriege ich irgendwann eine Rechnung, zahle die und lege die weg. Mhm. Und ich denke nicht, dass der auf der anderen Seite irgendwas Böses will. Und ich glaube, das strahlt auch rüber, dass meine Mieter das genauso sehen. Wenn du auf Krawall gebürstet bist, dann, ich glaube, dann wird das echt ein Albtraum, ja. Also wenn du dich an Kleinigkeiten aufregst und pedantisch da irgendwo rummachst, dann hast du, glaube ich, keine Freude am Vermieterdasein. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Charakterzug. Letztendlich hat man mit Menschen zu tun. Das ist der große Unterschied zu einer Geldanlage in ETFs zum Beispiel, wo du auf der Couch für dich selbst darum rummodelst mit deinem Excel-Sheet. Und da hast du halt mit Menschen zu tun. Und damit musst du irgendwie klarkommen. Und das ist im Guten wie im Schlechten. Ja? Also ich bin da auch hin und her gerissen. Also wenn es zu viele negative Erfahrungen wären, dann würde ich es lieber gegen die Couch eintauschen. Ja, solange es gut läuft, ist es eigentlich fast noch zu bevorzugen einer Geldanlage in ETFs. Jetzt würde ich zum Ende, bevor wir zur Medienempfehlung kommen, nochmal auf ein Beispiel eingehen. Und zwar das Thema Immobilienvermietung hat in den letzten 3-4 Jahren ja einen absoluten Boom erreicht, auch in Verbindung mit den Themen finanzielle Freiheit. Und ihr habt die beiden Begriffe ja auch am Anfang in das Interview praktisch reingeworfen. Würdet ihr sagen, dass es einfacher ist, mit Immobilien das Thema finanzielle Freiheit anzugehen oder ist es schwerer? Also für mich ist es definitiv einfacher, weil ich habe bei Immobilien im Normalfall, wenn ich tatsächlich du irgendein schwarzes Schaf drin hast, hast du eine feste monatliche Rate und das stelle ich mir eigentlich für Rente schon vor, dass ich einfach weiß, wovon ich ausgehen kann. Mit diesen ETFs und auch diese ganzen Umrichtungen und Geschichten und Gemache, ich weiß nicht, ob ich mich damit mit 95 noch rumschlagen möchte. Ich kann bei einer Immobilie kann ich einen Verwalter einschalten und damit ist alles gut. Wenn es wirklich erforderlich ist oder ich lasse meine Kinder machen, was eigentlich geplant ist. Das heißt, ich kann da auch dödelig werden und dann klappt das immer noch. Aber mit diesen ETFs glaube ich das eben nicht. Und da bin ich einfach. Du kannst auch in Einzelaktien investieren und dann von der Dividende leben. Ja, wenn sie gut gehen und wenn sie schlecht gehen, dann speise ich das einfach mal Risiko, drei. Ne? Dann habe ich einfach mal 9 Monate nichts zu essen. Das finde ich relativ schwierig. Nico, wie ist es bei dir? Ja, also ich glaube, der große Unterschied ist letztendlich der Kredit. Ich sag mal, die Immobilien, die kaufst du dir halt, kannst du hochleveragen bis 110% oder was weiß ich. Also du brauchst kein Geld, du kannst eine Riesennummer drehen, ohne wirklich Eigenkapital zu investieren. Aber das ballert natürlich in beide Richtungen. Also dann gibt ja genug Blogs oder ich habe auch schon Leute kennengelernt jetzt durch den Blog, die haben sich in den letzten 3 Jahren 40 Immobilien zusammengekauft. Und sind hoch verschuldet. Sind also 7-stellig verschuldet, klar, ne, volle Pulle. Da sträuben sich bei mir alle Nackenhaare, ja. Klar, wenn es gut läuft, super, da kannst du in 10 Jahren durch sein mit dem Thema, wenn alles gut läuft. Und wenn nicht, dann bist du so hoch verschuldet, dann vielleicht noch irgendwie eine Familie dabei, dann gibst du dir halt die Kugel. Also das ist irgendwie in keinem Verhältnis zueinander für mich. Und wenn du sagst, ich will jetzt durchballern in die finanzielle Freiheit, so schnell wie es geht, dann machst du das mit Immobilien. Und ein bisschen Gottglauben dabei. Und wenn du es so ein bisschen mehr gemächlich machst, aber dafür ein bisschen berechenbarer aus meinem Blick auch, dann machst du das mit ETFs. Also für mich beides ist, glaube ich, der perfekte Mix. 2 Anlageklassen korrelieren nicht großartig miteinander. Man kann bei beiden gut Geld verdienen und bei beiden richtig auf die Schnauze fallen. Also eigentlich ist es schön, wenn man es 50-50 irgendwo verteilt. Ja, schöner Schlusssatz. Albert, hast du noch eine Frage oder wollen wir gleich zur Medienempfehlung übergehen? Ich würde zur Medienempfehlung übergehen, euer Ehren. Genau. Dann, wir haben ja am Ende jeder Folge unsere traditionelle Medienempfehlung. Das heißt, welches Medium, also das kann ein Buch sein, eine Webseite, ein Film, eine Podcast-Folge, was auch immer, zum Thema könnt ihr unseren Hörern empfehlen. Claudia, magst du anfangen? Also mit diesen Büchern. Okay, da bin ich natürlich auch irgendwann mal durch gewesen. Das ist irgendwie jetzt nichts, wo mich noch vom Hocker reißt. Was ich wirklich sehr gut finde und ich auch wirklich gerne mache, ist Podcast hören. Also zum Beispiel den Finanzrocker mag ich sehr gerne. Das ist jetzt keine Schleichwerbung. Oder okay, auch das freut mich. Der Finanzwiese rockt, gefällt mir auch. Wobei
Es sind nicht alle Folgen. Also du hast da auch manchmal welche drin, wo ich mir denke, oh, sind das alte Schuhe. Okay. Aber wer mir zum Beispiel auch gut gefällt, ist die Madame Moneypenny. Das ist einfach eine kluge Frau, obwohl sie noch so jung ist. Und was ich damit eigentlich auch sagen möchte, offen sein für alles, aber dann selber nachdenken. Mhm. Ich will keine vorgefertigten Meinungen, Rezepte oder Kochbücher haben, sondern ich höre mir das an und gegebenenfalls probiere ich das auch aus. Also das ist, da bin ich für jeden Blödsinn zu haben. Ich habe dann mein Spielgeld und dann spiele ich da einfach mal mit. Und dann mache ich mir selber eine Meinung, was ich davon halte. Und das finde ich eigentlich das Richtige. Selber denken. Das heißt aber, so mit dem Thema Immobilien beschäftigst du dich gar nicht mehr so groß, sondern das läuft alles und da liest du jetzt auch beispielsweise keine Bücher mehr drüber. Nein, auf keinen Fall. Also das Thema ist bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Okay, Nico, welche Empfehlung hast du? Ja, da habe ich echt drüber nachgedacht. Das ist nämlich bei Immobilien überhaupt nicht so einfach. Weil diese sozusagen, wie setzt du es um, ja? Wie machst du eine Nebenkostenabrechnung und sowas, das kannst du im Prinzip im Netz einfacher rausfinden als aus Büchern. Ich habe da mal reingelesen, hat mich nichts überzeugt. Bei den Blogs und Podcasts im Immobilienbereich, ich meine, das ist schon eine eigene Klientel, das muss man mal sagen. Da hast du jetzt bei den ETF-Jüngern hast du da so frugalistische Typen, die mit dem Rad fahren und alle finden es geil. Und in Immobilienblogs ist immer eine fette Karre und eigentlich am besten noch eine Schnitte im Arm. Also das ist irgendwie gegeben. Und das, eine Modelschnitte. Ja, ja. Also da tue ich mich echt schwer mit. Also so inhaltlich gibt es wirklich ein paar gute Blogs, aber dieses Ganze drumherum macht es für mich wirklich schwer, den Kram dann auch zu lesen. Also das ist... Ich habe mich letztendlich jetzt dafür entschieden, wenn ich keine Wohnungen hätte, dann würde ich in REITs investieren, Real Estate Investment Trust. Da hatte der Luis Passos mal bei mir einen Gastartikel geschrieben, der auch immer noch viel gelesen wird und hat daraufhin dann auch ein Buch dazu veröffentlicht und das ist eigentlich sehr gut. Also wer sozusagen Bock auf Immobilien hat, aber jetzt nicht den ganzen Murks mit Mietern und Versammlungen und sowas mitmachen möchte. Und Handwerkern. Für den wäre das ja echt der, und Handwerkern, ja genau, am wichtigsten Handwerker. Ich glaube, für den wäre das, wären REITs halt die gute Alternative. Und da ist für uns jetzt im deutschsprachigen Bereich ist das eigentlich das Standardwerk. Von daher würde ich das dann als Medienempfehlung angeben. Ja, gibt ja auch kein anderes Buch, glaube ich, was so in die Tiefe geht, außer eine schlechte Kopie. Die gibt's auch, genau. Ja, die war ja auch ein großes Thema bei uns. Genau. Nee, das packen wir in den Blog und ich würde einfach auch sagen, wen das Thema noch weiter interessiert, ich packe auch noch ein paar Podcast-Interviews von mir zum Thema Immobilien dann in die Shownotes, also zum Beispiel mit Garagenvermietung und Garagenbau, da habe ich noch ein interessantes Interview, ist auch das Thema Immobilien und das Interview mit Immocation, da kann man sich auch noch eine Menge Anregungen holen, aber ich würde sagen, wir haben jetzt einen schönen Einblick erhalten in das Leben von Immobilienvermietern, oder Albert? Ja, zwei erfolgreiche Immobilieninvestoren hier am Start. Wunderbar. Ich denke, da kann jetzt jeder sich was rausziehen. Und wir haben ja zum Glück ja auch noch dank Nico die Kurve geschafft zur handwerkerfreien Immobilie. Also da bin ich ja ganz glücklich. Nein, und ich danke euch beiden wirklich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich finde es einfach auch, wie soll ich sagen, bloß weil ich immer so rummurkeln bin mit Immobilien, ist das ja Blödsinn. Immobilien ist eine tolle Anlageklasse, man muss es halt mögen und ihr beide seid einfach leuchtende Vorbilder dafür, wie man es, nehmt es mir jetzt nicht übel, als Normalus auch schaffen kann. Ihr habt ja beide kein großes Erbe gehabt, sondern habt euch das selber erarbeitet. Also es geht, man kann es vernünftig machen. Es ist halt ein bisschen, man muss ein bisschen auf Zeit spielen. Auf der einen Seite, das ist Claudia. Und auf der anderen Seite, Nico hat uns gezeigt, dass man selbst einen Mietendeckel irgendwie abfedern kann, wenn man das Ganze ein bisschen vernünftig angeht. Also von daher finde ich, ist das doch eigentlich eine sehr, sehr optimistische Folge. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Dankeschön.